Manchmal ist alles gesagt und getan und es braucht einen Schnitt. Vor allem, wenn Ihre Beziehung nur noch ein sich wiederholender Teufelskreis ist, gibt es eine letzte Station vor der endgültigen Trennung oder Scheidung, in der es darum geht, völlig voneinander loszulassen, um sich innerhalb der Partnerschaft den Raum zu gestatten, über alles neu nachzudenken. Wir nennen diesen Prozess mentale Trennung oder die Trennung in der Beziehung. Und unserer Erfahrung nach kann er das Wundermittel sein, gerade wenn Sie das Gefühl haben, es macht keinen Sinn mehr, ich habe alles versucht. Bei der Trennung in der Beziehung geht es vor allem um die Disziplin mir selbst gegenüber. Ich beschäftige mich nicht mehr länger mit dem, was der andere nicht macht. Ich konzentriere mich auf das, was ich brauche, egal wie der andere sich gerade verhält. Dieses interne, radikale Loslösen voneinander ist nicht kalter Krieg mit subtilen Waffen, sondern wir meinen Geschütze einfahren und Rückzug vom Schlachtfeld. Hier bleiben zwei unter einem Dach, aber jeder ist nur für sich und sein Leben verantwortlich. Es geht darum, ganz aktiv und bewusst aus den krankhaften Verwicklungen und den alten Mustern endlich auszusteigen. In den meisten Fällen rennen wir weg, wenn wir uns trennen. Wir gehen, ohne dass wir das Gefühl haben, aus eigener Kraft an unserer verfahrenen Situation etwas ändern zu können. Also, bei der Trennung in der Beziehung geht es darum, das Monster vor dem Schloss, in dem das Beziehungsglück wohnt, in uns selbst zu besiegen. Erst wenn wir das gelernt haben, finden wir zurück auf unseren Thron. Also, ran an das Monster. Bleiben Sie und lösen Sie sich im ersten Schritt von allem, was Ihnen nicht gut tut. Aber Achtung, Finger weg vom Partner, keine Diskussion und keine Kontrolle. Das Allerwichtigste, es gibt jetzt keine gegenseitigen Ansprüche mehr. Der Partner kann machen, was er will und Sie auch. Und Dinge, die Sie nicht mehr tun wollen, die tun Sie nicht mehr. Dann bleibt die Wäsche eben liegen und gekocht wird auch nicht mehr für den anderen. Natürlich nur, sofern Sie das nicht mehr wollen. Und Sie müssen auch nicht mehr mit zum obligatorischen Familienfest, bloß weil es Ihr Partner erwartet. Im zweiten Schritt geht es um Ihr neues Leben. Was hat Ihnen schon so lange gefehlt? Was haben Sie aufgeschoben, sich nicht getraut? Jetzt ist die Zeit gekommen für die Ausbildung, die Umschulung, das Training. Jetzt können Sie Ihren Stil, die Figur, die Frisur verändern. Den ersten Schritt tun, um einen lang gehegten Traum zu verwirklichen. Aber Achtung, mogeln Sie nicht. Das ist kein Freifahrtschein, um sich jetzt endgültig aus dem Staub und aus der Verantwortung zu machen. Hier geht es um einen gewaltigen Veränderungsprozess, der einem Entzug ähnelt. Es braucht extrem viel Klarheit und Konsequenz und die Bereitschaft, beim Hinfallen immer wieder aufzustehen. Aber dieser Prozess sorgt im Gegensatz zu einer resignativen Weglauftrennung für echte Befreiung, und zwar in Ihnen.